Grüß euch und herzlich willkommen in meiner Weihnachtsbäckerei. Heute gibt's Linzerkipferl. Das haben jetzt aber nicht wie Vanillekipferl, den man bloß mit der Hand so rollt, sondern die muss man spritzen. Das ist ein Spritzgebäck, das man dann mit Marillenmarmelade, das ja ich so sehr liebe, füllt. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Für meine Linzerkipferl brauche ich folgende Zutaten: ein Ei, 110 Gramm weiche Butter, 150 Gramm Mehl, 50 Gramm Puderzucker, ein Päckchen Vanillezucker, 2,5 Esslöffel Milch, eine Prise Salz, Schalenabrieb einer halben Zitrone. Füllen damals mit Marillenmarmelade und reintaucht werden es in einen Schokoguss. Normalerweise nimmt man die doppelte Menge, aber da ich so viele Plätzchen backe, so viele verschiedene Sorten, ist das jetzt die halbe Menge des Grundrezepts. Am Ablauf schreibe ich das Doppelte drauf, also wie es original ist. Das werden dann natürlich um so und so viel mehr Kipferl. Die weiche Butter in eine Rührschüssel geben. Dazu kommt der Puderzucker, der Vanillezucker, eine geriebene Zitronenschale. Da nehme ich das mal so eine fertige her. Und eine Prise Salz. All das wird jetzt cremig verrührt. Das schaut jetzt so aus, also cremig. Dazu kommen jetzt die Eier oder das Ei. Ich habe jetzt bloß ein Ei. Es muss nämlich jedes Ei einzeln untergerührt werden. Also ein Ei unterrühren. Ungefähr eine Minute. Und dann kam erst das nächste Ei dazu. Aber da ich ja nur eins habe, brauche ich es jetzt bloß unterrühren. Schaut's her, das ist jetzt eine ganz schöne Masse geworden. Mehl dazu und die Milch. Das alles zügig unterrühren. Und schon ist der Teig fertig. Den Teig nun in einen Spritzbeutel füllen. Da habe ich also eine gezackte Tülle drauf und mit der versuche ich nun Kipferl auf das Blech zu spritzen. Und möglichst sollen es alle gleich groß sein, weil wir die ja am Schluss zusammenkleben müssen. Die Kipferl werden jetzt bei 160 Grad 12 bis 15 Minuten gebacken. 13 Minuten waren die Plätzchen jetzt im Rohr. Sie haben eine schöne Braune angenommen, haben aber auch noch nicht so dunkel geworden. Mir gefällt es ganz gut. Wer es ein bisschen kleiner möchte, nimmt halt eine kleinere Spritztülle. Die werden jetzt auf ein Gitter gezogen und müssen abkühlen. Befüllt werden jetzt die Kipferl mit Marillenmarmelade. Und da ich eine streichfähige Marmelade mag, also nicht mit einem Stickerl drin, deswegen erwärme ich jetzt einmal die Marmelade. Und streiche sie dann durch ein Sieb. Die Kipferl haben jetzt ausgekühlt und werden befüllt mit der Marillenmarmelade. Zum Schluss werden sie noch mit beiden Enden in die Kuvertüre taucht. Und so schauen sie aus, wenn sie fertig sind, meine Linzerkipferl.
Und ich glaube, die schmecken nicht bloß Weihnachten gut, sondern auch zur Kaffeetafel am Nachmittag unterm Jahr. Denn die sind wirklich sehr lecker und zerschmelzen fast auf der Zunge. Bisschen Zitrone schmecken's. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Pfiat euch!